Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Polit-Talk auf Hoch 2 TV. Sie wissen es, Sie kennen es, diese Sendung ist immer direkt, immer ehrlich, immer der Wahrheit verpflichtet und immer mit spannenden Gästen. Heute bei mir im Studio begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Paul Vogt. Schön, dass Sie hier sind. Danke für die Einladung. Sie sind Herz-Gefäß-Chirurge, international tätig, aber auch am Hirslanden-Spital, Hirslanden-Klinik in Zürich stationiert. Sie sind, wie gesagt, sehr viel unterwegs. Woher kommen Sie gerade? Was war die letzte internationale Destination? Die letzte Destination war in Afghanistan, in Kabul. Okay, das klingt sehr abenteuerlich. Taliban-Regime, Kabul. Ja, ich war jetzt das zweite Mal in Afghanistan. Wir bauen dort eine Kinderherzchirurgie auf, Kardiologie-Institut von der Regierung aus. Es gibt etwa 120.000 Kinder mit bekanntem Herzfehler. Und wir beginnen die Leute vor Ort auszubilden, dass sie diese Kinder selber operieren können mit der Zeit. Und wir haben Unterstützung von vielen Orten her. Es war überrascht eigentlich. Wir sind nicht aufgenommen worden, es war sicher, wir sind geschützt gewesen. Die sind an sich, wissen eigentlich, was sie wollen. Und es ist wirklich notwendig, dass man sich dort um die Kinder kümmert, wie nicht nur in Afghanistan, es gibt viele andere Länder. Aber das war die letzte Mission. Ja, das klingt wirklich abenteuerlich. Wie kommt man zu so einem Auftrag? Ich meine, das Taliban-Regime ist nicht gerade das Einfachste, wenn man das als Verhandlungspartner sich vorstellt. Wie kommt man überhaupt dazu, dort so ein Projekt zu starten? Ja, das ging über Beziehungen. Es gab einen Elektrophysiologen in Georgien, in Tbilisi. Er hat einen Elektrophysiologen von Kabul gekannt, der gleichzeitig ein Mitglied vom Ministry of Higher Education war. Die suchen natürlich nach internationaler Unterstützung im Moment, weil sonst niemand hingeht. Und so entstand dann die Verbindung und so kam die Anfrage. Es gab eine Zoom-Konferenz mit dem Ministry of Higher Education und einigen Entscheidungsträgern. Und dann haben wir gesagt, ja, wir gehen hin und schauen, was wir machen können. Und wir haben auch bereits erste Eingriffe gemacht. Okay, wie ist denn das? Da muss man vermutlich von ganz vorne anfangen. Müssen Sie dann selber eine Klinik einrichten oder Operationssäle? Oder ich nehme an, dass das vorhandene Material nicht dem Level entspricht, das Sie sich gewohnt sind. Ja, in diesem Kardiologie-Institut gab es nichts. Wir haben von der Stiftung aus, von Eurasia Heart Foundation aus Material gesammelt. Kriegen wir von Kliniken, kriegen wir von medizinisch-technischen Kompanien. Und wir haben Material geschickt nach Kabul in diese Klinik für 600.000 Schweizer Franken. Das ging mit der Caspian Container Foundation, mit dem Laster nach Rotterdam, dann nach Pakistan, dort über die Grenze nach Kandahar und dann nach Kabul. Sie haben uns gemeldet, dass alles dann eingerichtet war im Kardiologie-Institut. Dann sind wir da hingegangen, haben das Material geprüft, es war alles da. Es war alles da. Und dann haben wir zu operieren begonnen. Das waren die ersten Operationen mit Herz-Lungen-Maschinen in diesem Kardiologie-Institut. Das Interessante ist auch, ich habe nur Mädchen operiert und junge Frauen. Das Team war bemüht. Das war eigentlich das war eine gute Teamleistung, muss ich sagen. Ich war der einzige Nicht-Afghane, wenn Sie so wollen. Also ich bin nicht mit einem Team dahin gereist, sondern ich war alleine und es war absolut möglich, mit dem lokalen Team zu arbeiten. Ich bin dann nach Hause geflogen und die Patienten sind auf Intensiv verblieben noch und auf Abteilung und sie haben alle paar Stunden haben sie die physiologischen Parameter gemeldet, wie es dem Patienten geht und so. Und schließlich weiß ich, dass alle von Intensiv auf Abteilung gegangen sind und dann auch nach Hause. Okay, also es funktioniert auch via Ferndiagnose sozusagen. Ja. Was ist die nächste Destination, die Sie ansteuern jetzt nach Kabul? Also die nächste Destination ist Vietnam. Ich werde am 24. November nach Vietnam fliegen. Es gibt dort eine Universität, die ist die sogenannte Vietnamese German Faculty of Medicine an einer Universität. Und hier sind drei Herzchirurgien angeschlossen. Die Vietnamesen haben gefragt, ob wir das übernehmen können. Für in der Universität quasi die internationale Kooperation zu intensivieren und die Kinderherzchirurgie zu verbessern und unter Umständen auch Herztransplantationen einzuführen in Ho Chi Minh City, also in Saigon. Bis jetzt hat man in Hanoi transplantiert, aber nicht in Saigon. Und in Ho Chi Minh City haben sie natürlich ungeheure Zahlen von Patienten, das ist unglaublich. Weshalb sind da besonders viele Patienten?
Ja, es gibt wenige Kliniken. Saigon ist natürlich eine Millionenstadt. Sie trainieren ein großes Gebiet in Vietnam und die vietnamesische Bevölkerung wächst. Als ich zum ersten Mal dort war, das war etwa 2005 oder so, da gab es 84 Millionen. Jetzt sind es fast 100 Millionen. Und die Patienten strömen natürlich dann in die Polykliniken mit Tausenden von Patienten pro Tag. Das ist etwas, was wir hier gar nicht so kennen. Jetzt haben Sie es kurz erwähnt, Sie machen das alles über eine Stiftung. Können Sie diese Stiftung kurz vorstellen, vielleicht nochmals genau, wie sie heißt und dann auch die spannende Frage, wie ist sowas eigentlich finanzierbar? Ja, also die Stiftung heißt Eurasia Heart Swiss Medical Foundation und wir kümmern uns seit 23 Jahren vor allem um Herz-Kreislauf, also kardiovaskuläre Probleme in Eurasien und auch zum Teil in Afrika. Wir gehen eigentlich in Länder, wenn wir eine Anfrage kriegen von der Regierung, entweder vom Präsidenten oder vom Gesundheitsministerium, dann gehen wir hin, machen eine Fact-Finding-Mission, schauen uns an, was die möchten. Vielleicht haben sie in diesem Land gar keine Herzchirurgie oder sie haben eine Herzchirurgie, die nicht funktioniert, die eine zu hohe Sterberate und Komplikationsrate hat und ein zu schmales Spektrum. Und dann operieren wir und behandeln die Patienten, die schwierig sind zu behandeln, die sie nicht selber behandeln können oder wollen. Und alles, was wir irgendwie dem lokalen Team assistieren können, das assistieren wir. Und eigentlich ist es eine Aus- und Weiterbildungsstiftung. Also wir wollen immer etwas hinterlassen, nämlich ein Team, das fähig ist, dann mit der Zeit die kardiovaskulären Probleme im eigenen Land selber zu lösen. Wir haben in den letzten 23 Jahren 17 Chefärzte produziert durch diese Arbeit von Eurasia Heart in Eurasien oder in Afrika. Wir leben natürlich von Spenden. Das ist so. Was die Stiftung finanziert, die Reisespesen und die Spesen vor Ort. Und die ganze Arbeit, die ganze Aus- und Weiterbildung, alle Operationen, alle Konsultationen vor Ort erbringen wir gratis. Das heißt, die Mediziner und auch vom Pflegepersonal verdienen nichts. Wir haben in dieser Zeit 34.000 Patienten konsultiert in Eurasien und Afrika und davon 5.500 operativ oder interventionell behandelt. Wissen das? Das heißt, die Länder, wo sie hingehen, die Zielländer, die bezahlen auch nichts? Nein, das ist so. Die Zielländer bezahlen zum Teil die Operationen der Patienten, die sich das nicht leisten können. Also wenn Eltern ein fünfjähriges Kind haben, dann bezahlt der Staat den Eingriff, dass die Eltern das nicht finanzieren müssen. Zum Teil ist nicht in allen Ländern so. Und die Stiftung finanziert einfach unsere Aufwendungen. Das heißt, man arbeitet 2-3 Wochen vor Ort. Man hat eine schwarze Null. Aber mit vielen eindrücklichen Erlebnissen. Man hat keine Ausgaben, aber man fundiert auch nichts. Und es ist das etwas, was wir auf Charity-Basis erbringen. Aber das muss man sich auch leisten können. Wenn ich vielleicht an einen jüngeren Arzt denke, der am Anfang der Karriere steht, der muss zuerst vielleicht nochmal die Familie finanzieren, sich selber. Ja, das ist ein Problem. Wir können nicht jüngere, unerfahrene Leute mitnehmen. Das funktioniert nicht. Es ist nicht so, dass die Leute vor Ort nichts können. Sie haben zum Teil ein sehr gutes Niveau und sie stellen uns dann die komplexen Patienten vor. Das heißt, diejenigen, die als Lehrer, sozusagen als Teacher in diese Länder und in diese Kliniken reisen, sie müssen eigentlich mit allen Wassern gewaschen sein. Das heißt, wir haben Lehrer aus der ganzen Welt bei Eurasia Heart. Es gibt etwa 120 Leute, die in verschiedener Art und Weise für die Stiftung arbeiten. Aber das müssen leitende Ärzte sein, erfahrene Oberärzte oder Chefärzte, die dann vor Ort auch alle Probleme lösen können. Also Leute, die auch schon Karriere gemacht haben und eben diese Charity-Aufgaben übernehmen können und wollen. Und ich kann sagen, wer einmal mit Eurasia Heart unterwegs war, egal in welcher Funktion, kommt immer wieder mit. Ja, es spricht für Sie. Sie haben jetzt verschiedene Länder angesprochen. Es gibt auch andere, wo Sie tätig sind. Sie sind, glaube ich, auch in Russland tätig, in Usbekistan, überall. Ja. Können Sie vielleicht etwas sagen zum Unterschied bei diesen Ländern? Vielleicht ein paar typische Sachen herauspicken. Was stellen sich da für unterschiedliche Herausforderungen? Also begonnen hat das im Jahr 2000 in China und typischerweise in Wuhan. Wo ich eine 23-jährige Kooperation habe mit Wuhan immer noch. Ich war auch kürzlich wieder in Wuhan. Ich habe dort einige einfache Operationen gemacht in Wuhan, das wurde dann übertragen per TV und dann hatte ich Einladungen gekriegt in verschiedenen Universitäten über Mundpropaganda nach Vietnam. Was ich sagen kann von China ist, wie wahnsinnig, wie sich das entwickelt hat, das Niveau, die Kliniken. In Wuhan als Beispiel gehört zu den Top 3 Kliniken jetzt in China. Die haben 300 Operationen gemacht und heute machen sie 6.000.
die Hälfte Kinder, die Hälfte Erwachsene mit dem gesamten Spektrum. Es ist unglaublich, wie sich gewisse Orte in China entwickelt haben. Auch in Vietnam haben wir in der Chorai-Klinik in Saigon operiert. Das war fast die einzige Herzchirurgie. Heute gibt es viele Herzchirurgien dort. Weitere Länder, wir sind dann quasi von Fernost, wenn man so will, westwärts gekommen in andere Länder. Wir haben sehr viel in der Ukraine gearbeitet. Ich habe selber bis Mitte 2014 im Donbass gearbeitet, in Donetsk, in Lemberg ebenso und in Kiew. Und die letzte Mission nach Kiew in die Kardiologie haben wir gemacht im März dieses Jahres. Wir sind in Russland tätig, dann in weiteren Ländern. Usbekistan haben wir sehr viel gemacht, in Kirgisistan, in Bulgarien, in Armenien waren wir. Wir sind jetzt neu im Irak tätig geworden, in Kerbala und in Bagdad, wo sie auf fremde Teams angewiesen sind, die nach Kerbala kommen. Und wie gesagt, eben in Afghanistan. Und wir sehen, wie das weitergeht. In Afrika waren wir lange tätig, in Eritrea. Ich war jetzt in Nigeria. Das ist noch etwas schwierig, die Logistik aufzubauen. Es ist etwas unruhig im Moment. Und wir haben Anfragen aus Kenia. Und es ist nicht nur Kardiovaskulärmedizin. Wir schicken auch Teams hin für Bauchchirurgie, Neurochirurgie, plastische Wiederherstellungschirurgie oder Thoraxchirurgie. Also multidisziplinär, aber Schwerpunkt ist Herzgefäß. Sie haben angesprochen, dass Sie eben auch in der Ukraine, in Russland tätig sind oder waren. Inwiefern beeinträchtigt jetzt der Krieg da Ihre Aktivitäten vor Ort? Ja, im Moment sagen mir die Kollegen in der Ukraine, wir sollen nicht nach Kiew kommen. Das ist so, wir waren weit nach 2014 oder 2015 waren wir mit gemischten Teams unterwegs. Wir haben oft international gemischte Teams gebildet. Zum Beispiel ein Drittel des Teams war aus Russland von den Experten, ein Drittel aus der Ukraine, ein Drittel Schweizer. Wir haben so zusammen Missionen gemacht nach Myanmar oder nach Kambodscha. Oder wir haben operiert in Kiew. Und weil es dann schon keine Flüge mehr gab, direkt nach Russland, sind wir über Minsk nach St. Petersburg geflogen und haben in dieser Besetzung dort weiter operiert. Wir haben nie ein Problem gehabt und die Staaten haben uns eigentlich alle Grenzübertritte, die Formalitäten vor Ort, eigentlich alles immer erleichtert. Wir waren, wie gesagt, unser Kardiologe, Dr. Pierre Lewis, der eigentlich der kardiologische Standbein ist in Eurasia Heart Foundation, war im März in Kiew. Er wollte jetzt wieder gehen, aber die Kollegen haben ihm gesagt, vielleicht sei es im Moment zu riskant. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Ihre Basis ist ja nicht im Ausland, sondern in Zürich, an der Hirslanden-Klinik. Ja. Was können Sie dazu sagen, zu dieser Privatklinik? Wie ist da der Stand heute? Also die Hirslanden-Klinik funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Das Niveau der Herzchirurgie ist an allen Standorten sehr hoch. Man kann im Prinzip das ganze Spektrum anbieten. Was die Hirslanden-Kliniken nicht machen können, sind Herztransplantationen, und wo sie auch zurückhaltend sind, oder was sie nicht machen, sind die Implantation von Kunstherzen. Aber ansonsten bietet die Hirslanden eigentlich das gesamte Spektrum an. Sie haben auch am Universitätsspital Zürich gearbeitet, mussten auch aushelfen, interimsmäßig auch führen. Was sind so die großen Unterschiede zwischen eben einer Privatklinik wie Hirslanden und einem großen Universitätsspital? Auf der Herzchirurgie im Unispital, und das Unispital ist verpflichtet, alle Patienten aufzunehmen. Sie können nicht sagen, diesen Patienten nehmen wir nicht. Das ist eigentlich der Last Resort, quasi das Zentrumsspital, das jeden Patienten aufnehmen muss. Die schwierigen Patienten, High Risk, die lange auf Intensiv bleiben, die sehr aufwendig sind, dann kommt dazu Kunstherz, Transplantationen etc. Das geht alles ins Universitätsspital Zürich, zum Teil natürlich auch ins Triemli, die arbeiten wir jetzt zusammen. Die Zusammensetzung der Patienten ist bestimmt anders. Weil in den 2,5 Jahren, als ich im USZ war, hatten wir vom Operationsprogramm her, waren 40% aller Operationen waren sehr dringliche oder Notfalleingriffe. Und das haben wir in der Hirslanden-Klinik nicht. Da können Sie anders planen, oder? Ja, also natürlich nehmen wir Notfälle an, aber wir haben das Verhältnis zwischen elektiven, geplanten Eingriffen und Notfällen ist natürlich unterschiedlich zwischen den Privatkliniken und dem Universitätsspital. Jetzt hat gerade dieses Universitätsspital Zürich, Sie haben es angesprochen, USZ, immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt. Es gab verschiedene Skandale, unter anderem auch in der Herzchirurgie. Professor Maisano war ein Stichwort. Letzte Tage war er wieder in den Medien. Das geht offenbar schon seit Jahren nicht ganz runter. Was ist da Ihre Diagnose? Was ist da eigentlich los an diesem Unispital? Ja, ich weiß, das Unispital hat für viel Unruhe gesorgt, auch in den Medien. Und ich kann sagen, ich habe eine reguläre
ich habe regulär gekündigt, nicht auf Ende November 2022, als feststand, dass Professor Omer Cemali die Stelle übernehmen wird. Ich bin jetzt ein Jahr weg vom USZ. Sag ich mal, ich lebe mein Leben in der Hirslandenklinik und vor allem für meine Stiftung. Ich denke, das USZ ist geprägt durch Probleme, die das ganze Gesundheitswesen in der Schweiz etwas prägen. Ich denke, es ist politische Absicht, das Gesundheitswesen zu schrumpfen, weil man damit Kosten sparen möchte, ohne dass man wirklich daran interessiert sind, wo die Kosten verursacht werden und wohin das Geld fließt. Ich kann nur Zahlen nennen aus Amerika. Zwischen 1970 bis 2010 haben die Kosten für die Ärzteschaft um 350% zugenommen und die Kosten für die Administration um 3.500% in der gleichen Zeit. Und ich denke, das wäre eigentlich eine Aufgabe der FMH, die ja so etwas wie unsere Gewerkschaft sein sollte, einmal zu zeigen, wie viel von 100.000 Franken Krankenkassenprämien überhaupt für eine medizinische Leistung an Patienten ausgegeben werden und wie viel für Administration, für IT, für sinnlose Datensammlungen etc. abfließen. Ich glaube, das wäre wichtig. Kurze Zwischenfrage, also liegen diese Daten jetzt nicht vor? Verstehe ich das richtig? Diese Daten liegen so nicht vor. Das sollte, eigentlich wäre es die Ärzteschaft, die diese Daten verlangen müsste. Oh, im Moment ist es so, für eine medizinische Leistung gibt es einen bestimmten Preis und darauf kommen die administrativen Kosten. Und niemand weiß eigentlich genau, wie viel das ist. Wenn man die Kosten sparen möchte, wäre es relativ einfach. Man nimmt einen Preis für eine definierte medizinische Leistung und sagt, die administrativen Kosten dürfen nicht mehr als plus 10 oder plus 20% von der medizinischen Leistung kosten. Ich bin überzeugt, dass Gesundheitswesen nur schon durch diese Maßnahme um Milliarden günstiger bewirtschaftet werden könnte. Und ich denke, die Ärzteschaft müsste halt hier die Initiative ergreifen. Sie müssten zusammenstehen, sie sind sich uneinig und sie müssten klare Forderungen aufstellen. Ich denke, auch diese DRG-Regelung, das haben mir Ökonomen gesagt und auch Politiker, sie hätten die Nase voll von der Ärzteschaft, weil sie sich nicht bemühen würden, die Kosten einzuschränken. Und das DRG-System sei deshalb, vor allem deshalb... Können Sie kurz erklären, was heißt DRG? Das sind die Fallpauschalen. So wie man beim Patienten Fallpauschalen abrechnet in den Spitälern. Das sei eingeführt worden, dass quasi die Hoheit, wie das Gesundheitswesen geführt wird, bei den Ökonomen und den Politikern liegt. Und die Ärzteschaft ist eigentlich draußen, außen vor, kann nicht mitentscheiden. Die Ärzteschaft meiner Meinung nach sitzt nicht am Tisch in der Gestaltung vom Gesundheitswesen oder bei der Problemlösung vom Gesundheitswesen. Wie könnte die Ärzteschaft wieder zurückkommen an den Tisch, indem sie eben eine richtige Qualitätskontrolle präsentiert? Es ist ja nur die Ärzteschaft, die in der Medizin die Qualitätskontrolle machen kann. Die anderen können es nicht. Und ich glaube, dass nur eine adäquate Qualitätskontrolle die Ärzteschaft als ernstzunehmender Diskussionsteilnehmer und Gestalter im Gesundheitswesen wieder zurück an den Tisch zu den Ökonomen und den Politikern führt. Im Moment entscheiden die Politiker und die Ökonomen und wir sehen, wohin das geht. Jetzt das Gegenargument der Politik könnte ja lauten, ja, wenn die Ärzte noch mehr zu sagen hätten, die sorgen sowieso dafür, dass sie mehr verdienen. Was würden Sie dem entgegnen? Ich glaube nicht, dass das so ist. Es gibt viele Ärzte, die haben durchaus ein ökonomisches Bewusstsein und sind auch daran interessiert, die Leistungen in einem ökonomisch vernünftigen Rahmen und schlank zu bieten. Ich denke nicht, dass es gerade die Mediziner sind, die nur für sich an die Ökonomie und an den eigenen Verdienst denken. In vielen Bereichen sind die Löhne von den Ärzten sowieso gedeckelt. Egal wie viel sie arbeiten, ob sie jetzt 50 oder 80 Stunden pro Woche arbeiten, sie verdienen so viel und nicht mehr. Darum, ich glaube, einfach die Ärzteschaft muss sich vor allem um die Qualitätskontrolle sorgen. Da können sie auch in den anderen Bereichen mitreden. Und an dem mangelt es einfach in der Schweiz. Es gibt keine adäquate Qualitätskontrolle. Es gibt eine unsinnige Datensammlung, die niemand interpretieren kann, von dem man keine Konklusionen schließen kann. Es interessiert auch niemanden eigentlich. Die Politik und die Ökonomie macht das, was sie tun möchte. Die Kosten senken, was nicht gelingt, weil sie einfach nichts von Medizin verstehen. Sie möchten das Gesundheitswesen schrumpfen lassen. Das sehen wir und erleben wir als Mediziner täglich. Aber das geht in die falsche Richtung. Und Konsequenz ist klar, die Kosten steigen immer. Und diese Ausreden wie wir sind halt
weil wir alle immer älter werden, das ist natürlich vollkommen falsch. Es ist nicht so, dass das Gesundheitswesen mehr kostet, weil wir alle immer älter werden, sondern es ist so, weil wir geschickt in das Gesundheitswesen investieren, werden wir immer alle älter. Und ich denke, das ist ja wirklich ein Gut, das es zu verteidigen gibt. Also ich würde eben verteidigen, das spricht eigentlich für eine höhere Lebensqualität, dass wir besser medizinisch behandeln. Ich denke auch, gerade in der Schweiz ist die Zeit, bis man ein Alter erreicht hat, in dem man eine erste wesentliche Diagnose kriegt, die man zum Beispiel dann operativ behandeln muss oder so, ist in den 60er Jahren für den Durchschnitt. Und viele Länder, die wir gesehen haben in Eurasien, haben eine Lebenserwartung, die liegt in den 60er oder in den frühen 70er Jahren. Und eigentlich sollten wir dankbar sein über eine möglichst lange Lebenserwartung, die aber verbunden sein soll mit einer guten Lebensqualität. Dass die sogenannten Alten einfach in den letzten 4 Wochen am meisten Ressourcen verwenden würden und deshalb ein Problem sein, das ist eben so ein Unsinn. Es ist so, dass alle Patienten, die wir versuchen zu retten, wenn wir sie nicht retten können, wenn wir sie 3, 4, 5 Wochen behandeln und wir können sie nicht retten, haben sie in diesen 3 bis 5 Wochen ihres Lebens am meisten gekostet. Das ist jetzt so, wie es ein Neugeborenes ist, das nicht überleben kann, oder ein Kind oder ein Erwachsener, das ist bei allen gleich. Also die Alten einfach als Kostentreiber hinzustellen, das entspricht überhaupt nicht den Tatsachen. Das ist ein gewisser Altersrassismus hier spürbar. Ja, das finde ich auch. Es war ja auch bei der Covid-Pandemie so, nicht mal, als man gesagt hat, ja, das sind die mit den 3 Nebendiagnosen und das sind nur die Alten, die sterben. Und mir hat in diesem Rahmen hat mir jemand geschrieben, das war ein betagter Patient, der hat mir geschrieben, gestern noch die am meisten umsorgte Konsumentengruppe, heute schon das alte Eisen und Problemfall. So schnell kann es gehen. Jetzt haben Sie mehrfach die Qualitätskontrolle angesprochen, dass das sehr wichtig sei. Nach meinem Laienverständnis wird das eigentlich gemacht. Ich gehe davon aus, dass die Schweizer Spitäler wissen, in welchen Fachgebieten wie viele Leute zum Beispiel sterben, gewisse Operationen nicht überleben. Also inwiefern liegen hier verlässliche Daten vor und wo müsste es konkret noch besser werden? Also ich denke, dass der Bundesrat müsste die FMH und über die FMH primär einmal jene Fachrichtungen, die invasive Verfahren machen oder plump gesagt, die in Patienten stechen oder schneiden, für eine adäquate Qualitätskontrolle verpflichten. Und diese Qualitätskontrolle muss von unangemeldet auftretenden Kontrollteams extern kontrolliert werden. Es ist ja einfach, wenn ich sage, ja, dieser Patient muss operiert werden, stelle die Indikation selber, ich mache die Operation selber und dann melde ich, dass alles gut ist. Das ist alles dasselbe. Das weiß er, dass, man weiß aus Amerika von den Society of Thoracic Surgeons Database, die eine freiwillige Database ist, dass die Daten, die dort eingegeben sind, nicht ehrlich sind. Ich denke, nehme ich jetzt die Herzchirurgie zum Beispiel, so müsste man eine Expertengruppe ehemaliger Ordinari zusammenstellen, die ein Sekretärinnen-Team haben und sie besuchen im Laufe von 2 Jahren jede Herzchirurgie in der Schweiz unangemeldet und schauen sich an, was diese Herzchirurgien auf dem Operationsprogramm haben, schauen sich die Leistungen an und schicken ihre Sekretärinnen, die eine Ahnung haben von medizinischen Daten, ins Archiv und schauen, ob denn die Resultate in den letzten 2 Jahren richtig gemeldet worden sind. Ich glaube, nur das funktioniert. Es ist auch nicht notwendig, dass man 100% aller Daten und 100% von allen Leuten kontrolliert. Man muss von 100, muss man 10 kontrollieren. Dann machen 80 Folgen nach. 10% machen sowieso immer, was sie wollen. Was ist Ihre Vermutung, also wenn man jetzt diese unabhängigen, unangemeldeten, eine Art, ähnlich wie bei der Dopingkontrolle, diese Teams da losschicken würde, was würde da herauskommen? Wie wäre es da um gewisse Spitäler oder auch Ordinarien oder operierende Ärzte bestellt in der Schweiz? Ich meine, es gäbe ähnliche Verhältnisse wie zum Teil in Amerika, wo die Kliniken ihre Zahlen veröffentlichen müssen. Und sie müssen sie veröffentlichen nicht nur pro Klinik, sondern auch pro Chirurg. Und ich denke, es gäbe auch einen strengeren Maßstab bei den Indikationen, in dem das operiert wird, was operiert werden muss und Sinn macht und nicht das, was operiert werden kann. Aber wäre da nicht der Widerstand groß? Ist das zu erwarten? Wie sehen Sie das? Natürlich, der Widerstand ist groß, weil keine Berufsgruppe lässt sich gerne untersuchen.
was und wie sie agiert. Das ist vollkommen klar. Dieser Widerstand ist gross überall. Wie müsste man es am schlausten anpacken, damit diese Reform wirklich gelingen würde? Ich glaube, man müsste ein Pilotprojekt starten in einem Fach, das invasiv tätig ist, und müsste eine bestimmte Anzahl von entscheidenden Daten nur analysieren und sammeln. Die Herzchirurgie würde sich gut dazu eignen, das habe ich immer gesagt. Weil es gibt nicht so viele Operationen in der Herzchirurgie, in der Orthopädie. Die Herzchirurgie muss deshalb, finde ich, hart kontrolliert werden, weil der Tod ist bei jeder Herzoperation immer ein möglicher Ausgang. Es gibt aber nicht so viele Todesfälle. Zum Glück, muss man sagen, die Mortalität ist klein und man könnte in einem Pilotprojekt schweizweit das für die Herzchirurgie machen. Dann könnte man das auf andere Spezialitäten ausdehnen, die auch operativ tätig sind. Und ich denke, die man am wenigsten schikanieren sollte, sind die Hausärzte. Und die Hausärzte werden eigentlich schikaniert durch irgendwelche Globalbudgets oder was weiß ich. Und darum will niemand mehr Hausarzt werden. Die Hausärzte wollen ihre Praxis weitergeben, sie finden niemanden. Und die Zerstörung des Hausarztwesens, und das sage ich als Spezialist, nicht, weil die Zerstörung des Hausarztwesens ist eine Katastrophe und verteuert das Gesundheitswesen massiv. Ich finde, die Hausärzte, die sollte man viel besser unterstützen und weniger bürokratisch schikanieren. Und diese Schikane kommt von verschiedenen Orten, sei es von Politik oder von den Krankenkassen. Sie sind auch in Erscheinung getreten als Kritiker gewisser Corona-Maßnahmen. Sie haben dazu auch wissenschaftliche Aufsätze publiziert, die sehr oft gelesen worden sind, große Klickzahlen international erreicht haben. Können Sie ganz kurz, wir kommen schon langsam zum Schluss dieser Sendung, in einigen Stichworten umreißen, was sind eigentlich Ihre Vorwürfe, wo ist Ihre härteste Kritik an diesem Maßnahmensystem gewesen? Und zu Beginn muss man sagen, der erste Covid-positive Schweizer, das war am 20. Februar 2020. Und der erste geimpfte Schweizer war am 20. oder am 12. Dezember 2020. Dazwischen ist nichts passiert. Es gab gar keine Impfung. Man hat jede mögliche alternative Therapiemaßnahme hat man unterdrückt. Und in 2020 gab es 9.300 Tote. Die initiale Berichterstattung nicht, dass die Leute ja nur mit Covid oder nicht an Covid sterben oder nur die Alten oder nur die mit den drei Nebendiagnosen, das war einfach totaler Unsinn, finde ich. Man hätte schon in 2020, bevor die Impfung vorhanden war, hätte man eine medikamentöse Kombinationstherapie austesten können, wie sie von mindestens 40 amerikanischen und italienischen Universitäten empfohlen worden ist. In der Retrospektive muss man sagen, wenn man die Effizienz der Impfung jetzt sieht, dass sie die Weitergabe nicht verhindern kann, dass sie die Infektion nicht verhindern kann, dass sie einfach die Wahrscheinlichkeit, schwere Symptome zu entwickeln, dass sie diese Wahrscheinlichkeit reduziert, das wäre vielleicht auch mit einer medikamentösen Kombinationstherapie zu erreichen gewesen. Und heute ist die Kritik jene, natürlich, wir hatten eine erste und eine zweite Welle mit aggressiveren Corona-Varianten und dann kamen die weniger aggressiven. Heute ist niemand hospitalisiert wegen Corona, so wie das in der ersten und zweiten Welle in Massen der Fall war. Und die Empfehlung, es sind viel mehr Impfnebenwirkungen bekannt, dramatische Impfnebenwirkungen mit hohen Mortalitätszahlen, mit akutem Herztod bei Athleten etc. etc. Und die jetzige Empfehlung nicht war vom BAG, dass sich ausgerechnet Risikoschwangere, was es auch immer sein soll, impfen sollen und die Kinder mit dieser Impfung belästigt werden, das halte ich für ein absolutes No-Go. Im Moment ist es so, dass das erworbene Wissen seit April 2020 oder Februar 2020 bis jetzt wird nicht diskutiert. Es gibt keine Diskussion, was sinnvoll, was nicht sinnvoll ist und es herrscht nach wie vor die absolute Intransparenz über die Effektivität der Impfung. Und über die Nebenwirkungen, die Anzahl und die Schwere der Nebenwirkungen. Und hier, denke ich, ist eine nationale Diskussion ist notwendig und nicht einfach ein blinder Gehorsam. Nicht mal, wenn das BAG jetzt schreibt, Schwangere müssen sich impfen lassen und die Medien berichten, dass 2,2 Millionen Schweizer jetzt an Covid gefährdet seien, ist das einfach Unsinn. Denke, und ich weiß nicht, wem das dienen soll. Ja, leider findet diese kritische Aufarbeitung und Diskussion ja höchstens in Ansätzen statt. Wenn wir noch einen kurzen Blick vorauswerfen, es ist ja nicht vorbei mit diesen Maßnahmen. Stichwort WHO, Pandemievertrag, internationale Gesundheitsvorschriften. Was kommt da auf uns zu? Also ich würde mal, ich habe das gelesen, nicht wahr? Die neuen Regeln der WHO.
auch die internationalen Gesundheitsvorschriften. Das liegt vor in Englisch. Und für mich sieht es, auch wenn das BAG ein klares Dementi abgibt und sagt, dass der Bundesrat die Verträge mit der WHO wie auch immer entlang der Verfassung behandeln würde und dass man ein Referendum ergreifen könne, ist für mich, sind diese Verhandlungen, von denen man nicht weiß, wer sie führt, mit der WHO, mit den internationalen Gesundheitsvorschriften, die eigentlich das Problem sind, ist absolute Intransparenz. Das hat von mir aus gesehen nichts mehr mit direkter Demokratie zu tun. Die Verträge für die internationalen Gesundheitsvorschriften, die Änderungen, die Verträge mit der WHO, finde ich, ist unsere Regierung verpflichtet, allen Bürgern in unseren vier Landessprachen vorzulegen. Und ich finde, das gilt auch für die Verträge mit den Pharmafirmen, was die Impfstoffe betrifft. Ich denke, jetzt 3 Jahre und 10 Monate nach dem ersten Covid-positiven Schweizer ist es ein Unding, dass Sie auf der Website vom BAG diese Verträge immer noch geschwärzt finden. Wir nennen uns nicht nur die beste Demokratie der Welt, dann noch die einzige direkte Demokratie. Es ist ein Unsinn und ein Unding, dass diese Verträge nach wie vor geschwärzt sind. Ich denke, bin überzeugt, ich glaube nicht das, was das BAG schreibt, sondern es steht wirklich konträr zu den Forderungen der WHO und den internationalen Gesundheitsrichtlinien, dass das eher aussieht wie eine Weltregierung. Wir haben einen Vorgeschmack gekriegt, nicht wahr? Sie hatten auch einen QR-Code auf dem Telefon. Entweder sie waren geimpft oder nicht. Wenn sie nicht geimpft waren, konnten sie kein Flugzeug besteigen, konnten nicht ins Gym, konnten nicht ins Restaurant, konnten an keine Veranstaltung. Das hat die Leute gestört natürlich. Und so wie das aussieht mit den neuen Regeln von WHO und den Gesundheitsregeln, soll das ein Dauerzustand werden. Ich denke, wir müssen wissen, Punkt für Punkt, um was es geht. Und es kann weder die Regierung alleine, sondern in der Schweiz ist der Volk das Souverän. Volk muss wissen, was drinsteht, was auf sie zukommt. Und wenn es sein muss, müssen wir das Referendum ergreifen. Es kann nicht sein, dass es das Ende der Souveränität der Schweiz darstellt und dass es das Ende des föderalen Systems darstellt. Ich sage nicht, dass es das 100% tut. Aber wir wissen es nicht, weil wir die Inhalte nicht kennen. Und lesen Sie mal diese 100 Seiten WHO und IHR, Sie werden ja wahnsinnig. Es muss in unseren Landessprachen vorliegen, dass der mündige Bürger entscheiden kann, um was es geht. Vielen Dank für das Plädoyer. Letzte Frage, bitte ganz kurze Antwort. Was kann man eigentlich tun? Wir kommen zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Was kann man eigentlich tun für ein gesundes, langlebiges Herz? Also meine, das Wichtigste ist klar, das ist die Vermeidung der bekannten Risikofaktoren. Wenn Sie mich fragen, was zu einem längeren und gesunden Leben führt, dann ist es Ausdauertraining. Sie müssen mindestens über 7 Tage verteilt 150 Minuten Ausdauertraining machen und in dieser Zeit sollte der Puls über 120 liegen. Dann können Sie tatsächlich eine Lebensverlängerung erreichen. Aber Sie müssen das in Ihren Alltag einbauen. Das funktioniert nur zu einer gesunden Lebensverlängerung, wenn Sie das über Dekaden machen. Gut, dann rennen wir sofort aus dem Studio. Okay. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Herr Professor Vogt, für diese sehr interessanten Informationen. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, wenn es heißt Willkommen beim Polit Talk auf Hoch 2 TV. Gut, vielen Dank. Danke.